So, okay, jetzt geht's los. Soul Leeching 3% sogar. Oh lol. Und Skill Soul Leeching. Oha. Oh, da kommt noch was. Oh, das hilft sehr viel. Oh, danke, 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 danke. Nice, 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 nice. Okay, ich weiß, ich werde dafür geflammt werden. Ich werde safe dafür geflammt werden. Aber es ist halt so geil. Ich meine, Soul Leeching ist halt. Ja, das ist halt schon wichtig irgendwie. Okay, wir upen jetzt nicht weiter. Wir gehen weiter farmen. Wir gehen direkt hier wieder nach zum Evil's Dungeon. Und genau. Ja, ich weiß, ich werde dafür geflammt werden. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Aber ich glaube, ich meine, also ich schätze, gut, ich meine, ich überlege, was ich sagen soll. Einerseits denke ich halt mal so, natürlich hätte jeder genauso angenommen. Andererseits kann man natürlich argumentieren, so, ja, das ist halt ein Let's Play und so, da macht das halt nicht so viel Sinn. Schwer zu sagen. Also, die Sache ist natürlich immer so ein bisschen the progress. Das Ding ist, so ein Let's Play läuft natürlich immer ein bisschen länger. Und der Content, den man hier meistens durchspielen kann auf solchen Servern, ist natürlich dann schon auch sehr, sehr langwierig, sehr viel langwieriger, als es dann vielleicht so ein Let's Play hergeben würde. Das heißt, effektiv muss ich halt schon noch ein bisschen schauen, dass ich halt es auch ein bisschen kürze, beziehungsweise dass es halt einfach nicht zu hart ausartet. Also zum Beispiel bei Dragon Crusade und auch bei CWF Live habe ich in Let's Plays schon sehr, sehr viel Offscreen gemacht. Also wirklich sehr viel Offscreen gemacht. Und ich meine, so ein Item ist natürlich dann schon nützlich gewissermaßen. Wir können diesen Dungeons viel einfacher, viel öfter und viel schneller farmen. Ich kann das Ding auch dann Offscreen farmen. Und abgesehen davon, das Thema Dramnok zum Beispiel, das habe ich gestern nochmal ein bisschen ausführlicher behandelt. Natürlich ist es jetzt nicht mehr da, was natürlich jetzt absolut toll ist. Das Thema Dramnok. Wir müssen Dramnok farmen, weil diese 75er Sets, diese besonderen, gibt es nur hier. Man muss es nicht farmen, aber ich glaube, der nächste Dungeon ist halt hier Eupresia, braucht man schon 70 KHP. Wenn man das 75er Set schon gar nicht hat, dann kann man auch das Ding wahrscheinlich nicht farmen. Das heißt, wir sollten schon versuchen, dass wir das halt irgendwie farmen können. Das wäre halt schon sehr nützlich zumindest. Genau. So, nice. Und deswegen, ja, also ich bin der Meinung, es war schon trotzdem die richtige Entscheidung, auch wenn es das vielleicht mal einige differenzierter sehen als ich. Warte mal, wo droppt man eigentlich diese Shining Oris? Habe ich davon je eins getroppt? Ich glaube nicht, oder? Nee, kein einziges. Gescammt. Spielst du auch mal ohne Recording? So selten, aktuell leider. Gar keine Zeit, um privat vielleicht zu spielen. Genau. Ja, momentan habe ich gestern auch gesagt, oh Mann, es ist gerade wirklich wie so ein Fiebertraum. Irgendwie so, ich wiederhole mich halt irgendwie von allem irgendwie, aber es geht halt nicht anders. Ich muss es halt einfach wiederholen.
Ja, ich habe momentan einfach so wenig Zeit, dass ich halt selbst, also ich meine, ich spiele halt noch mit Freunden so 2 bis 3 Stunden am Tag, manchmal sind es 4 Stunden sogar. Aber es sind auch wirklich schon das höchste der Gefühle, was ich an Zeit habe. Und auch das ist dann teilweise schon nicht so ganz irgendwie, nicht so ganz easy. Das heißt, auch da ist es dann halt wirklich oft so, dass ich halt, ja, dass nicht wirklich entspanntes Spielen ist, wo ich dann halt so in aller Ruhe hier dann irgendwie ein paar Stunden zocken kann oder so. Das ist es halt auch wieder nicht. Genau, deswegen. Ja. Bleibt aktuell nicht viel Zeit zum Zocken. Genau, auf alle Fälle diesen Knuckle will ich auf alle Fälle haben. Das Ding ist sehr geil. Und ich meine, 12% Attack Speed können wir brauchen, 10% Crit-Rate, 15% Crit-Schaden. Das ist natürlich schon ziemlich gut. Auch die Attack, ich meine, allein die Attack. Und das Ding ist Ulti. Also, das sollte unseren Schaden 66 Attack. Also, es sollte unseren Schaden nicht fast verdoppeln, denke ich mal. Und das andere Set hier, was bringt denn der Effekt? 225, achso, haben wir jetzt nicht. Was bringt das hier? Es bringt gar keinen Additional. Attack bringt es, okay. Das bringt Additional Damage 225, welches viel besser skaliert als Attack. Und ansonsten. Ja, 1% besser oder so, glaube ich. Aber trotzdem, ich gehe mal davon aus, dass es schon, dass schon Game Changer ist. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich jetzt einen Tankring Master machen will, weil die Teile haben halt irgendwie wieder HP-Effekte. Oder halt nicht, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Oder doch mal Knight oder so. Also das Ding ist halt, ich weiß leider nicht genau, wie man hier die anderen Dungeons farmen wird oder farmen kann. Also ob halt ein Team-Dungeon halt einfach mit 3 Charakteren farmbar ist, weiß ich nicht. Ich meine, gerade später dann, so was haben wir hier zum Beispiel, Precondition 100 bis 160 KHP. So, keine Ahnung, kann ich das Ding halt allein farmen? Also halt quasi, wenn ich noch einen Knight macht, Knight, Ringmaster und Buildposter vielleicht? Keine Ahnung, kann sein, aber schwer zu sagen. Very hungry, beware of the melting. Oh ja, das geht so viel besser. Oh, das geht so viel besser. Oh, das ist halt wirklich geil. Oh ja. Oh ja. Oh, das ist richtig entspannt. Oh nee, also ID-Bin nochmal an dich hier. Echt ein dickes Danke. Das ist ein absoluter Game Changer. Wirklich, wirklich, wirklich. Also der Bloody Knuckle ist auch so gut. Ich meine, es ist einfach ein Top One-on-One-Knuckle. Also gerade mal so zum Farmen, wenn man halt Solo irgendwas farmen will. Und ich meine, 300 Additional Damage, das skaliert halt mit allem, was irgendwie Attack bringt. Ist halt übel. Und die HP und STA sind auch richtig geil. Also von dem her einfach nur cool. Ich weiß nicht, die. Ja. Ja. Ja, ich denk mal, Knight braucht man schon. Ich schätze mal schon. In die Richtung wird schon gehen, wahrscheinlich. Ich kann aber immer nicht warten. Ärgerlich. Jetzt kann ich warten. Man muss sich nur beschweren. Man muss sich immer nur beschweren, einfach, dann läuft's. So, Cast schneller. Go, 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 go. Na, ich kann immer noch nicht ganz warten. Ja, egal. Ich muss gerade einen Buff hier. Item Piece Drop Increase. Nice. Muss ich jetzt fooden? Also bisher musste ich kein einziges Mal fooden, by the way. Ich glaube, ich komme echt ohne fooden durch. Oh, ist das angenehm. Oh, hier kam ein Shining Ori. Ich sag's immer wieder, man muss sich nur beschweren. Kaum beschwert man sich, schon läuft's. So, komm hier nochmal rein, oder? Kann man nochmal rein? Evilus haben wir jetzt. Alle zwei können wir rein, okay. Ja, immer rein, immer rein, immer rein.
Allerdings werde ich jetzt hier das Ei ausbrüten. Genau. Okay. Okay, so war es Run 4 und wir haben immer noch eine Waffe gedroppt. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt einfach gerade nur Pech habe oder ob das gerade wirklich einfach die Droprate ist, die so schlecht ist. Also ich bin immer der Meinung, also es ist natürlich noch viel zu früh, um hier sich irgendeine Meinung zu bilden, aber so grundsätzlich finde ich es halt immer gut, wenn halt so Beginner-Dungeons, wie auch schon auf Dragon Crusade damals gesagt, nicht so lang, also dass man da einfach nicht so lang auf diesem Level bleiben muss, und die Dropraten halt so angepasst sind, dass man halt, ich sage jetzt mal, innerhalb von ein paar Tagen halt zumindest die ganzen Sachen farmen kann. Und das Ding ist natürlich auch so, jetzt in so einem Let's Play geht es sogar noch viel angenehmer, weil ich nehme halt so eine halbe Stunde, eine Stunde auf. Und dann bin ich jetzt erst wieder offline. Das heißt, so diese drei, vier Runs an einem Tag zu machen, ist halt mir noch viel angenehmer, weil ich will halt sonst nicht spielen, so wisst ihr. Ich spiele halt nur, wenn ich aufnehme und nur dann bin ich halt eben online und so weiter. Das heißt, wer jetzt natürlich hier da hockt und hyped ist und sich so denkt, so, oh, ich will zocken und so weiter, aber dann halt eben auf diesem Level bleiben muss, für den ist es natürlich noch einiges unangenehmer dann. Deswegen muss ich halt schon sagen, untradable. Ja gut, okay, also habe ich vom Ding bekommen, vom Treue-Level. Hier. Die muss ich dann mal hier einsetzen auf alle Fälle. Ja, würde ich mal machen. Nee, was ich sagen wollte war, ja, ist natürlich dann schon ein Unterschied, ein großer Unterschied einfach. Und ich glaube, als so normale Spieler, die hier halt einfach Evils farmen wollen würden, die, glaube ich, sind dann nicht so begeistert davon, wenn sie halt dann irgendwie eine Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen hier auf dem Level bleiben müssen, bis sie ihre Waffe droppen. Ja, halte ich halt für schwierig, ehrlich gesagt. Shopfind, was gibt's hier alles? Mal durchschauen. Was, Eier kosten 10 Mille? Lol. Pankrilbox, Rabbits. Warum ist das alles so teuer hier? What the fuck? Aha. Bloody Dragons, okay. Manche Preise sind so teuer, manche sind so billig irgendwie. Warum kostet ein Hase 55 Millionen, also clean, aber dann zum Beispiel ein Ancient Stuff nur 2 Pärien oder ein Pärien? Warum kosten die unterschiedlich viel? Achso, unterschiedliche Verkäufer. Hey, es hat einfach gar nichts. Aber zur gleichen Zeit gibt es wieder keine Knuckle irgendwie, so gefühlt von gar nichts. Dragon's Reign, okay. Mentalist, mhm. Templar Schild, Hier ist ein Knuckle. 6 Pyrin. Boah, das Ding ist halt heftig. Was ist das hier? Ein Earring, okay. Auch ein Pärin. Also manche Dinge. Oh, warte mal, die werden sogar verkauft für einen okay Betrag. Lol, ich habe letztens gescrapped. Ups. Hoppla. Mystical Mighty Gardenackle plus 7. Ein Pärin. Okay, aber ansonsten schaut es hier ein bisschen mies aus. Ich meine, schau mal her. Es gibt nur einen Knuckle. Also beziehungsweise zwei mit dem Behemoth-Ding. Ach komm, jetzt dann mich doch nicht, du Mistvieh. Naja. Die Moll plus 20, holy shit. Na gut, okay, wissen wir auf einmal schon ein bisschen Bescheid, wie der Markt hier so aussieht. Mhm.
bitte jetzt keinen Schluck auf, bitte keinen Schluck auf. Ich weiß nicht, ob ich gerade hört, ich glaube, es ist schon wieder so ein fetter Ding. Ich hatte euch noch mal ein Bild gemacht. Bei uns fliegen ganz immer solche Chinooks durch die Gegend. Diese fetten amerikanischen Militärhubschrauber. Mit diesen zwei Rotoren. Schon echt heftig, diese Dinger. Also schon. Alter, die sind krass. Die sind krass und vor allem geil. Nee, also ich meine, ich stehe generell auf so Militärzeugs. Und es ist aber trotzdem auch so ein bisschen interessant irgendwie, weil wo fängt man an? Also ein normaler Hubschrauber, zum Beispiel vom ADAC oder so, oder irgendwie Bergrettung oder sonst irgendwas, die sind lauter als diese Militärhubschrauber. Vor allem ist es auch wirklich interessant, ich habe damals mal eine Story gelesen, als Bin Laden zum Beispiel hochgenommen wurde. Da haben die halt eben einen stark modifizierten Chinook, Blackhawk eingesetzt. Und der war eben so modifiziert, beziehungsweise die Rotoren waren so modifiziert, dass der Lärm der Rotoren erst hörbar war, kurz nachdem, oder erst, beziehungsweise erst als der Hubschrauber quasi genau über diesem Anwesen war. Und also ich glaube, mittlerweile ist es bei wahrscheinlich allen amerikanischen Hubschraubern so, oder zumindest annähernd vielleicht so, dass man die eigentlich fast nur hört, wenn die wirklich so in unmittelbarer Nähe sind. Also die sind so, also erstmal so leise, dass du die echt, du hörst die, ist halt so ein, also sehr, sehr dumpf, ein sehr, sehr tiefer Ton irgendwie und halt nicht so ein, also die Turbine hörst du im Prinzip gar nicht effektiv, was irgendwie krass ist, so, weil ich meine so die Turbine bei jedem normalen Hubschrauber, von, wie gesagt, ADAC, Bergrettung und Co., die hörst du halt immer. Du hörst die immer. Und hier hörst du im Prinzip einfach nur die Rotoren. Und das ist halt echt, es ist halt krass. So. Ich meine, allein, dass es halt so technisch möglich ist oder mechanisch möglich ist, also es ist halt übel einfach. Und ja, ich meine, überleg mal halt, so ein Chinook, ich meine, was wiegt das Ding? Das Ding wiegt das 3-, 4-, 5-fache von dem, was ein normaler Hubschrauber wiegt. Und ja, und wie gesagt, du hörst die halt zum Teil auch wirklich erst, wenn die halt genau über dir sind. Oder halt zumindest so im Umkreis von paar hundert Metern vielleicht bei dir sind. Also ich meine, wir leben ja vor allem auch in so einem Kessel drin, umgeben von Bergen. Und so ein Hubschrauberlärm, der Schall, der geht quasi einmal im Kreis immer rum. Also das hallt halt auch immer so. Aber diese Dinge, die hörst du halt echt kaum irgendwie. Das ist, also das ist schon echt, das ist krass, das ist echt heftig. Finde ich krass. Achso, ich kann den Skill nutzen. Stimmt. Okay, jetzt muss ich doch ein bisschen mitfooden. Ja, aber es ist so viel angenehmer. Ich brauche halt nicht mal einen Krill Deal oder so. Der Aal kann im Wasser bleiben. Ja, 21 km/h sind trotzdem ganz okay, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das passt schon. 14 km/h. Ach ja, ich habe noch Möbel bekommen, by the way. Shit, ich habe das auch vergessen zu erwähnen. Die waren. Boah, waren die von dem Spiel oder waren die auch hier als Reward vom Couple-System? Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Sorry. Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, das heute zu mir mal geschickt haben, nochmal danke an dich. Auch wenn du jetzt gerade leider sehr unbekannt bist. Aber, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bitte drop einfach ein Schild oder einen Knuckle. Also ich bin mit zwei verschiedenen Drops schon mal zufrieden.
Oder droppt zumindest einfach wenigstens irgendwas. Irgendwas wäre halt auch schon mal schön. Weil gar nichts ist halt echt ein bisschen deprimierend. Wirklich gar nichts, wieder nichts, nur ein Shining Ori. Oh. Okay, 5 Runs, oder? 5 Runs sind das jetzt, glaube ich, ja. 5 Runs. 5 Runs, ein Drop. Das ist nicht gut. Das ist halt echt nicht gut. Also, Kann noch immer Pech sein. Aber das fühlt sich halt trotzdem jetzt nicht ganz so gut an, irgendwie. Es ist. Ja. So, genau, der Tipp wurde mir auch gegeben. Nein. Es failed. Plus 1. Wie hoch geht das Ding? Plus 10. Oh Gott. Okay, ich muss gestehen, das ist die Art von Gameplay, die ich wirklich hasse. Nein. Kann man das nicht irgendwie anders machen? Das ist ja super lästig. Also das ist bisher plus 10, also wie? Och, bitte töte mich. Ach, plus 3 erst. Oh, fuck my life. Ich hasse mein Leben. Ich weiß nicht, was das einen Unterschied macht. Vielleicht muss es auch nicht plus 10 sein. Okay, plus 4 haben wir jetzt erreicht. Plus 5. Nice. Also plus 5 bin ich schon mal zufrieden. Wir gehen noch runter auf 150 Moons. Dann hören wir auf. Und würde ich sagen, das Saugen hat zumindest mal noch... Oh, warte mal, hier gibt's einen. Ich kann F8 spammen, also gedrückt halten. Plus 6, okay, gut. Plus 7? Ich darf nicht zu schnell klicken. Ja. Plus 8? So, okay. Ja gut, Collector plus 8, das ist in Ordnung. Die Animation verfolgt mich jetzt für den Rest meines Lebens wahrscheinlich. Warum ist das ein Herz? Also ja, ich weiß, die Animation ist gerade entstanden und so, aber es ist einfach ein Herz, what the fuck. Ah, ich habe gefühlt noch 10 FPS, läuft. So, Wortbatterie rein. So, ich bin sehr gespannt, was hier rauskommt. So Power-Ups, also wäre natürlich sehr geil. Ich muss gleich mal relocken, damit das Ding hier weggeht. Das ist echt nervig. Lucky Collector Box. Gibt es hier irgendwie einen Inhalt, wo man anschauen kann? Nee, dann nicht. Ah, schön. Warte, wir haben doch auch mal dieses Ding hier gesehen. Exchange Coins. Das Ding gibt es, glaube ich, oder? Ja, genau. Aber was bringt das dann? Trade. Wisst ihr was? Ich schaue noch ganz kurz in Discord rein. Es kommt wieder Hubschrauber an. Krass. Irgendwo gibt es, glaube ich, den Guide fürs Collecten. Und zwar haben wir. Wo sind die Guides? Hier sind die Guides. So, einmal nach oben scrollen zum Inhaltsverzeichnis. Na komm, hier. Voting, nee, Couple, bla bla bla. Collector. The Collector Field. Accessible in every main city offers the opportunity to obtain various good items, including Sun and Moonstones. Das ist schon mal sehr gut. Additionally, by collecting Collector Shards, you can acquire Power-Ups from the Collector NPC at every Collector Field. Das halte ich jetzt für eine Lüge. Es gibt nur diesen NPC, oder? Star Candies, ja okay, aber... Zählt das als Power-Ups?
Steam hier irgendwas, was man bekommen hat? Keine Ahnung. Also nur die zwei Dinge. Also dreimal aufgemacht, zweimal bekommen. Keine Ahnung, was man sonst noch braucht. Hm, okay. Na gut. Ja gut, okay. Naja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.